Wir sehen hier das BlackBerry 9700 Bolt. Das ist der Nachfolger des Bolt 9000, hat allerdings mehr Arbeitsspeicher, ist auch wesentlich flacher und schmaler und hat ein besseres Display. Und hier auf der Rückseite sehen wir die 3,2-Megapixel-Kamera. Des Weiteren hat das Bolt ein berührungsempfindliches Trackpad, was man ja bereits von dem BlackBerry Curve kennt. Und es hat natürlich auch die vollwertige Querztastatur. Ja, das Bolt geht mit WLAN oder HSDPA ins Internet, hat auch ein integriertes A-GPS, allerdings fehlt die entsprechende Navigationssoftware. Und wie sich das für ein Business-Handy gehört, hat das BlackBerry Bolt die Software Documents to Go, das heißt, man kann Word- und Excel-Dateien bearbeiten und PowerPoint-Dokumente betrachten. So, wir haben hier ein Testgerät bekommen, deshalb fehlt bei uns die äußere Verpackung. Wir wollen aber jetzt trotzdem mal gucken, was da im Lieferumfang noch mit enthalten ist. Da haben wir hier erstmal Kopfhörer. Man sieht hier den 3,5 mm Klinkenanschluss. Das heißt, man kann an das Bolt auch jede beliebigen anderen Kopfhörer anschließen. Dann haben wir hier das USB-Kabel. Das Bolt hat einen Mini-USB-Anschluss, mit dem Daten und Kontakte und alles Mögliche auf einen Computer übertragen werden können. Dann haben wir hier den Akku. Hier drin ist das Ladegerät mit den entsprechenden Adaptern. Also je nachdem, in welchem Land man ist, kann man dann auch das Handy natürlich aufladen. Und zum Schluss haben wir natürlich noch die Anleitung und Software.